Wir haben uns im letzten Video mit dem Thema Dativ beschäftigt. Der Hauptanlass: Es gibt Menschen, die leiden ständig unter dem Gefühl, nicht richtig durchatmen zu können, tief Luft holen zu müssen. Aber das gelingt irgendwie nicht. Sie atmen dann meist flach, schnell und mehr in die Brust. Bei der Untersuchung beim Lungenarzt ist alles okay. Und anders als bei der chronischen Hyperventilation ist das CO2 nicht erniedrigt, sondern normal, sogar manchmal leicht erhöht. Das Ganze läuft unter dem Begriff Dativ, und falls Sie das erste Video nicht gesehen haben, würde ich das versuchen nachzuholen. Da geht es um die Grundlagen. Heute möchten wir das Wissen darüber vertiefen und widmen uns einem Thema, nämlich wie kommt es zur Atemnot? Es geht nicht um Diagnose, es geht nicht um Therapie. Dativ bedeutet dysfunktionelle Atmung vom thorakalen Typ mit insuffizienter Ventilation. Das Wort ungeheuer bedeutet, dass Sie ständig in einem Dauerzustand der Einatmung sind und trotzdem das Gefühl haben, keine Luft zu bekommen. Das ist keine Einbildung, das ist real. Nochmals also, wie entsteht das? Sie haben bereits kennengelernt, dass bei Dativ die Atemmittellage nach oben verlagert ist, sind in einem Zustand der Dauereinatmung. Dadurch können Sie naturgemäß nicht so gut zusätzlich einatmen. Das sogenannte inspiratorische Reservevolumen, das nimmt ab. Das haben wir im letzten Video ausführlich dargestellt. Die höhere Atemmittellage und die geringere Beweglichkeit des Zwerchfells macht nun die Atmung insgesamt ineffektiv. Dadurch verschlechtern sich gleich mehrere Parameter. Wir haben schon gesagt, die Einatemreserve wird kleiner, aber auch die Ausatemreserve, das sogenannte expiratorische Reservevolumen, das kann zusätzlich kleiner werden, weil Sie nicht so gut in den Bauch atmen können. Das wurde vielleicht im letzten Video nicht so ganz deutlich. Das Verhältnis von ungefähr 2:1 zwischen Ein- und Ausatemreserve, das verschiebt sich. Das Reservevolumen wird jetzt relativ größer, obwohl es absolut geringer wird. Und das merken Sie, Ihre Leistungsfähigkeit nimmt ab. Bei Dativ wird in den oberen, den apikalen Lungenabschnitten mehr geatmet. Unten, basal, ist nicht viel los. Was hat das für eine Auswirkung auf das Verhältnis von Belüftung zu Durchblutung? Das wird als V-Q-Verhältnis bezeichnet. V steht für Ventilation und Q steht für die Quantität, also die Menge des Blutflusses. Und dazu gibt es auch ein eigenes Video. Kurze Erläuterung. Die Lunge hat so eine Fläche von einer geräumigen Vierzimmerwohnung. Die Lungenbläschen stellen eine dünne Membran dar, auf der einen Seite Blut, auf der anderen Seite Luft. Und jetzt muss der Körper dafür sorgen, dass diese riesige Fläche immer gleichmäßig belüftet und durchblutet ist. Es nützt überhaupt nichts, wenn sie zwar auf einer Stelle hervorragend durchblutet sind, aber es kommt keine Luft dorthin. Und das gleiche umgekehrt, super Belüftung ohne Durchblutung ist völlig sinnfrei. Ein ausgeglichenes Verhältnis ist perfekt. Auf jeden Liter Luft, der in die Lunge kommt, sollte rund ein Liter Blut in der Lunge fließen. Das Verhältnis liegt dann bei 1 und zwischen 0,8 und 1, das ist normal. Aufgrund der Schwerkraft sind die oberen Teile der Lunge allerdings immer etwas weniger durchblutet als die unteren. Gilt natürlich nur für Sitzen oder Stehen. In den oberen überwiegt die Belüftung. Das VQ-Verhältnis ist höher. Bei den unteren ist es umgekehrt. Hier überwiegt die Durchblutung. Das VQ-Verhältnis ist niedriger als 1. Was bedeutet das jetzt für Dativ? Wenn Sie dauernd in den Brustkorb atmen, kommt dorthin, wo die Belüftung sowieso schon gut ist, jetzt noch mehr Luft. Diese Luft nützt Ihnen nichts, da einfach das Blut fehlt, um den ganzen Sauerstoffsegen aufzunehmen. Und umgekehrt, dort wo genügend Blut vorhanden wäre, um den wertvollen Sauerstoff zu binden, dort fehlt es an Luft. Sie atmen einfach zu wenig in den Bauch. Das ist also doppelt dumm. Es entsteht ein ständiger Mismatch von Belüftung und Durchblutung. Die Sauerstoffsättigung kann abfallen und CO2 ansteigen. Das führt zu Atemnot. Wenn Sie jetzt tiefer atmen, machen Sie es nicht besser, sondern schlechter. Nebenbei, Sie sehen jetzt vielleicht, warum die Bauchatmung so günstig ist. Die Luft kommt dorthin, wo gut durchblutet ist. Ich meine es in der Lunge. Das gilt, wie gesagt,
vor allem in der aufrechten Körperhaltung. Im Liegen sieht es anders aus. Da geht es auch meistens besser. Und dann kann es sein, dass Luft in den unteren Lungenabschnitten eingeklemmt wird. Das nennt sich Airtrapping und kommt sonst bei Asthma, COPD und anderen organischen Lungenerkrankungen vor. Im Gegensatz zu diesen oft chronischen und schwer zu behandelnden Erkrankungen handelt es sich bei DATEV jedoch um eine dysfunktionelle Atmung und da ist das Airtrapping auch wieder reversibel. Auch diese eingeschlossene Luft beim Airtrapping, die kann natürlich den Gasaustausch einschränken. Und dann gibt es noch viele weitere Faktoren, die zur Atemnot führen. Und jetzt wird es ziemlich komplex. Wenn Sie tief in die Brust atmen, dann wird die Lunge natürlich gedehnt. Das können Sie nicht endlos weitertreiben, sonst würde die Lunge Schaden nehmen. Es könnten Alveolen platzen. Dazu gibt es in der Lunge Dehnungsrezeptoren, die registrieren, wann wird es für dieses Organ gefährlich. Sie geben über den Vagusnerv einen Impuls an das Atemzentrum und vermitteln, jetzt reicht es mit der Einatmung. Und dann wird die weitere Atmung sofort vom Atemzentrum unterbunden, also eine Art Sicherheitsnotabschaltung der Einatmung. Dieser Reflex wurde von zwei Physiologen, dem Deutschen Ewald Hering und dem Österreicher Josef Breuer entdeckt und deswegen als Hering-Breuer-Reflex bezeichnet. Und nebenbei, weil wir schon davon reden, Josef Breuer hat später in Wien mit Sigmund Freud zusammengearbeitet und die Psychoanalyse mitbegründet. Das ist eine sehr interessante, aber andere Geschichte. Okay, die Einatmung wird also jetzt gehemmt und dadurch können die Betroffenen nicht so tief einatmen, wie sie eigentlich das Bedürfnis haben, sondern sind gezwungen, flach und schnell zu atmen. Das verstärkt die Atemnot und das Bedürfnis, tiefer Luft zu holen, aber das wird durch diesen Reflex gehemmt. Ein Teufelskreis kann entstehen und verstärkt die Atemnot noch weiter. Die schnelle, flache Atmung hat noch eine Folge. Dadurch wird nämlich jetzt sehr viel Luft hin und her bewegt. Diese Hechelluft nimmt aber gar nicht richtig am eigentlichen Gasaustausch teil. Die alte, verbrauchte Luft hängt in den Alveolen herum und sie bewegen nur die Luft aus den oberen Bronchialwegen weitgehend nutzlos hin und her. Das sogenannte Totraumvolumen nimmt zu. Beim ausgeprägten Hecheln ist das am stärksten. Da bleibt die alte Luft tief in den Lungen und ein effektiver Gasaustausch kommt nicht mehr zustande. Man kann das nachweisen, indem Sie gleichzeitig zwei Sachen messen. Einmal die Zustände im Blut, das machen Sie mit der Blutgasanalyse, und einmal die Zustände in der Atemluft, das machen Sie mit der Kapnographie. Im Blut ist CO2 zum Beispiel dann hoch und in der Atemluft ganz niedrig. Und beim Sauerstoff ist es umgekehrt. Auch das kann die Atemnot verstärken. Was kommt noch dazu? Nun, Sie müssen bei dieser Art der ständigen Brustatmung unentwegt Ihre Atemhilfsmuskulatur anstrengen. Also Muskeln, die eigentlich nur für den zeitweiligen Einsatz gedacht sind. Diese Muskeln, die beschweren sich irgendwann und auf die Dauer ist das anstrengend und sie verlangen eine Auszeit. Und das verstärkt die Atemnot noch weiter. DATEV ist eine Fehlatmung und führt in der Summe zu einer insuffizienten Ventilation, wie der Name schon sagt. Das merkt man dann bei körperlicher Belastung, in einem Abfall von Sauerstoff oder einem Anstieg von CO2. Natürlich macht das zusätzliche Atemnot. Als allerletztes noch etwas, und das ist dann völlig verwirrend. Wenn Sie die ganze Zeit so schnell hin und her atmen, kann es sein, dass Sie vorübergehend in die Hyperventilation kommen. Und jetzt kriegen Sie Zeichen für die Hyperventilation, nämlich Schwindel, Benommenheit, Herzklopfen, Unruhe, Panikgefühle, kalte, kribbelnde Hände, alles Zeichen eines kurzfristigen Abfalls von CO2. Das alles kann DATEV bewirken. Blicken wir kurz zurück. Bei DATEV spielen erstaunlich viele Faktoren bei der Atemnot zusammen. Wie diese Interaktion der einzelnen Bausteine abläuft, das ist nicht sehr gut bekannt. Wir sehen auf jeden Fall, dass dieser Zustand überaus hartnäckig sein kann. Eine Erklärung könnte sein, dass die vertiefte Brustatmung ja kurzfristig eine völlig natürliche Art ist, auf Atemnot zu reagieren. Das Gleiche gilt für eine beschleunigte Atmung oder gelegentliches Seufzen. Gerade wenn wir Menschen unter Stress stehen, dann atmen wir immer gelegentlich tiefer oder wir seufzen.
Das ist entlastend und befreiend. Doch es gibt einen kritischen Punkt. Da kippt diese sinnvolle Reaktion, um die Atemnot zu bekämpfen, in genau das Gegenteil. Eine an sich angeborene Verhaltensweise, die den Gasaustausch verbessern soll, verschlechtert sie jetzt. Und jetzt kommen die ganzen Mechanismen, die wir beschrieben haben, und behindern die Atmung. Manche Menschen greifen dann immer noch mehr auf die angeborenen Lösungen zurück und versuchen noch tiefer zu atmen, um endlich einmal Luft zu bekommen, was die Beschwerden allerdings nur verschlechtert. Also ein Teufelskreis. Eine ganz wesentliche Rolle für die Aufrechterhaltung dieses Teufelskreises spielt immer die Angst. Und Angst macht immer das Gefühl, ich muss tiefer atmen. Und so verstärkt sich das noch weiter und es dreht sich immer schneller. Was ich Ihnen vermitteln wollte. Die Atemnot bei Dativ ist nachvollziehbar, erklärbar. Sie kann zu einer schweren Belastung des Lebens werden, aber sie ist nicht gefährlich. Es kommt wie immer beim Teufelskreis darauf an, diesen irgendwie zu unterbrechen. Die Stelle, an der Sie eingreifen, ist eigentlich weniger wichtig. Klar, innere Beruhigung und ruhige Bauchatmung stehen ganz, ganz oben. Aber auch schon das Wissen, wie alles zusammenhängt, kann die Atemnot manchmal schon bessern. Und so kann es sein, dass Sie jetzt mit dem Wissen, was Sie erworben haben, schon einen ersten Schritt gemacht haben, um Dativ zu überwinden. Mehr zum Thema auf unseren Seiten und auch in der Zukunft. Ich danke für die Aufmerksamkeit.